Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sims 4 Erstelle ein Sim-Video. Heute erstelle ich eine Familie, mit der ich mir so ein bisschen die neuen Objekte, die wir in Erstelle ein Sim bekommen haben, mit dem neuen Pack anschaue. Denn wir haben jetzt Growing Together im Spiel, oder ich glaube Zusammenwachsen heißt es auf Deutsch. Und ja, ihr habt es wahrscheinlich, wenn ihr vorhabt, euch das Pack zu kaufen oder es schon gekauft habt, schon angespielt. Ich bisher noch kaum, weil ich nämlich im Urlaub war, als es rauskam und auch als das neue Update rauskam. Also ich bin jetzt gerade erst wieder zurück und kann mir jetzt gerade erst wieder anschauen, was denn damit passiert ist und was wir denn jetzt da im Spiel haben. Ich habe das Pack mal so ganz grob so ein bisschen überflogen und habe dann gesehen, oh, es gibt halt sehr viele verschiedene Stilrichtungen. Also es gibt eher so eine moderne Richtung, in die die Objekte gehen. Es gibt aber auch eine eher so ein bisschen altmodischere, traditionellere Richtung, in die andere Objekte gehen, was für mich auch sehr viel Sinn ergibt, weil man ja hier Familien hat, die über mehrere Generationen gehen, für die dieses Pack ausgelegt ist. Also es ist für mich auch logisch, dass auch die Objekte verschiedene Stilrichtungen widerspiegeln. Und man kann sicherlich die auch kombinieren in einem Haus und in einer Familie, aber irgendwie an dem Tag, als ich da so ein bisschen auf Erkundungstour gegangen bin von den neuen Sachen, war mir nicht so sehr danach, die beiden Sachen zu kombinieren. Deswegen habe ich hier eine junge Familie erstellt mit einem eher modernen Haus, was heute auch noch als Hausbauvideo kommen wird. Ich denke aber, wir werden wahrscheinlich in nächster Zeit vielleicht ein Großelternpaar von dieser Familie erstellen und deren Haus, wo wir dann die anderen Objekte, die ich jetzt hier nicht verwendet habe, uns noch ein bisschen genauer anschauen können. Genau. Wir haben hier eine vierköpfige Familie mit halt Eltern und einem Kind und einem Säugling, die vom Stil her so modern, aber auch so ein bisschen, ja, sehr relaxed sind, würde ich sagen. Also deren Kleidung sehr bequem ist, vielleicht so ein bisschen künstlerisch, so ein bisschen hippie-mäßig manchmal, aber die so sehr, ja, bequem aussehende Stoffe tragen, die aber gleichzeitig so moderne Schnitte haben, so würde ich das hier beschreiben. Genau, Joshua hier, den wir erstellen, ist einmal kreativ, familienbewusst und musikalisch und er ist Musiker von Beruf. Und ein Objekt, was ich liebe, was wir jetzt im Spiel haben, ist ein Klavier, was kein Keyboard ist und kein Flügel. Denn ich würde sagen, viele Leute, die Klavier spielen und kein Keyboard haben, sondern wirklich Klavier spielen, haben aber keinen riesen Flügel zu Hause. Und ich glaube, wir hatten das bisher in noch keinem Sims-Spiel. Ich glaube, wir hatten bisher nur halt Keyboards, wenn, im Spiel oder halt jetzt in Sims 4 den Flügel. Ich meine, bei Sims 2 und 1 bin ich mir nicht sicher, aber in Sims 3 hat mir, glaube ich, wenn nur ein Keyboard. Und ich liebe, dass wir jetzt so ein halt richtiges Klavier im Spiel haben. Ich finde das so cool. Und ja, die Objekte gefallen mir gut. Da werden wir aber noch im Haus ein bisschen mehr drüber reden. Die Cars-Objekte gefallen mir auch wirklich richtig gut. Ich finde, wir haben da wirklich schöne Optionen dabei, die auch wirklich gut in Familien reinpassen. Und ich finde vor allem, jetzt weiß ich nicht, ob ich da einfach nicht so pingelig bin. Also ich kombiniere manche Cars-Objekte relativ entspannt einfach und mache mir nicht so viele Gedanken immer, wie gut passt das denn jetzt wirklich zusammen. Also für mich ist es eher so, ja, sieht gut aus, kann man machen. aber mein persönlicher Eindruck war, dass man die Cars-Objekte, die hier ins Spiel gekommen sind, sehr leicht miteinander kombinieren kann. Also kann ich mir vorstellen, dass dieses Pack vielleicht gerade mit Leuten, die erst anfangen, Sims zu spielen, ja, das sehr einfach machen werden, die Sims einzukleiden und dass es gut aussieht. Also das war mein erster Eindruck davon. Hier haben wir jetzt Alina, die Mutter. Sie ist auch familienbewusst, aber auch selbstsicher. Und ihr drittes Merkmal sehen wir gerade nicht und habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf. aber jedenfalls sie... Ah ja, sie ist treu, genau, das ist auch ein Merkmal, was wir jetzt haben. Sie ist in der Tech-Guru-Karriere, also ist eher mit Technik affin. Wir haben neue Hautdetails im Spiel, da habe ich hier so ein bisschen mit ihr rumprobiert. Ich liebe sehr die neuen Muttermale, die wir im Spiel haben. Ich finde, die sehen sehr cool aus und das hat mich vorher auch so ein bisschen gestört, dass wir das nicht im Spiel hatten. Ich hatte mit ihr so mal geguckt, wie diese Schwangerschaftsstreifen an ihr aussehen. Irgendwie, wie die aussehen, da bin ich nicht so begeistert von, weil ich weiß nicht, ich habe es noch nicht probiert mit einem Sim, der hellere Haut hat, aber irgendwie an Alina fand ich, sah das irgendwie nicht so sehr aus wie Schwangerschaftsstreifen, sondern eher wie so, wir haben doch auch mit Sims via an die Arbeit dieses Alien-Make-up bekommen, was so, ne, irgendwie so ganz eigenartig aussieht. Irgendwie, es hat mich eher daran erinnert, nur halt dann am Bauch. Also halt, ich finde es total schön, dass wir Schwangerschaftsstreifen im Spiel haben. Ich finde das auch wichtig,
Aber irgendwie fand ich, an Alina sahen die irgendwie nicht so richtig aus. Ich weiß auch nicht. Vielleicht habe ich aber auch einfach, ich meine, ich war ja noch nicht schwanger, einfach nicht so viel Ahnung davon, wie Schwangerschaftsstreifen aussehen in Realität. Also das könnte auch sein. Hier bei diesem Outfit, was ihr gerade gesehen habt, mit diesem ja, kurzärmeligen Top, das auch so einem Stoff zu bestehen schien. Ich finde, hier sind ganz viele Sachen drin, die man entweder einfach so für reguläre Sims als Familienkleidung verwenden kann, die man aber je nachdem, weil die einfach so minimalistisch sind, glaube ich auch sehr, sehr modern und hochwertig aussehen lassen kann. Also sehr interessante Sachen hier dabei. Ja, und ich finde, es ist einfach eine sehr süße, sympathische Familie geworden. Also ich habe hier das relativ einfach gehalten. Ich habe mir jetzt hier nicht super viel komplizierte Storyline zu denen ausgedacht, weil das einfach so spontan war, um das neue Pack so ein bisschen auszuprobieren. Wie gesagt, ich denke, ich werde noch Großeltern erstellen. Auch einfach, weil das eine Kind, also halt, wir haben zwei Kinder, aber halt eins davon ist nur im Kindesalter. Und ich liebe übrigens dieses Top, was sie hier anhat. Ich finde, das sieht unglaublich schön aus. Das ist so sehr seidig, aber schlicht und gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde generell, wenn die Sims mehr fokussieren auf, wie sehen die Texturen wirklich aus, als jetzt irgendwie total komplizierte Muster oder so einzuarbeiten, da kann ich irgendwie sehr viel von abgewinnen. Genau, aber wo ich eigentlich dran war, das Kind hat als Lebenswunsch, an einem Baumhaus zu bauen und wir haben hier bei uns gar kein Baumhaus. Und ich habe mir so vorgestellt, dass das bei Oma und Opa oder Oma und Oma, ich weiß noch nicht, wie ich die Familie erstelle. Ich kann mir vorstellen, dass ich eine Oma und Oma Großelternfamilie erstelle. Irgendwie hätte ich da mal Bock drauf. Aber jedenfalls, dass es bei den Großeltern im Garten vielleicht das Baumhaus gibt, was man bauen kann und das vielleicht so eine Sache ist von, wann fahren wir wieder zu den Großeltern, weil ich möchte da irgendwie mit den Großeltern weiter dran rumbasteln oder so. Ich habe außerdem überlegt, dann auch bei den Großeltern im Haus auch so ein Kinderzimmer zu bauen, weil ich mir vorgestellt habe, vielleicht gehen die beiden Kinder nicht in eine Kita oder so. Wobei ich glaube, der junge Sam, den wir jetzt hier stellen, der glaube ich, der ist ja schon in der Schule. Vielleicht geht er auch einfach nicht in die, halt in die Schule und ist damit betreut. Aber vielleicht geht das der Säugling nicht in die Kita, wenn, oder die Krippe, wenn die Eltern zur Arbeit gehen, sondern halt so Oma und Opa und die haben deswegen auch ein Kinderzimmer dort. Irgendwie so könnte ich mir vorstellen. Und ja, auch die Kindersachen, die wir hier neu haben, gefallen mir gut. Ich weiß nicht warum, aber ich bin irgendwie nie up to date, was für Kinder-Cast-Objekte wir im Spiel haben. Ich erstelle Kinder einfach nicht so häufig und irgendwie in der Baby-Challenge gebe ich meistens erst den Teenagern ein Makeover und noch nicht den Kindern, weil ich halt bei Kindern nicht so wichtig finde, was sie anhaben, weil ich finde halt irgendwie Kinder dürfen halt alles Kraut- und Rübenmäßig zusammen kombinieren und es ist halt irgendwie, es sind halt Kinder. Also ich meine, an für sich dürften das natürlich Teenager und Erwachsene auch, aber irgendwie so bei Kindern ist das irgendwie nicht so irgendwie was, wo man sagt, ah, das ist so eine individuelle Eigenschaft von dir, dass du irgendwie Sachen sehr irgendwie ohne viel Gedanken daran kombinierst, sondern irgendwie bei Kindern halt wäre es halt eher eine Ausnahme, wenn sie das könnten, wenn hätten die Eltern sie ja dann so angezogen. Also ja. Aber ich finde, von den Sachen, die ich jetzt hier gesehen habe, die neu ins Spiel gekommen sind für die Kinder, da sind wirklich richtig süße Sachen dabei. Und ja, und wir haben irgendwie ja neue Lebenswünsche, was mich total freut, weil wir haben ja eigentlich seit dem Basisspiel immer die gleichen Lebenswünsche gehabt für die Kinder. Und so haben wir dann so ein paar Sachen mehr, die wir machen können. Erinnert mich sehr, wie wir diese Teenager-Lebenswünsche mit Highschool-Leben bekommen haben, die eigentlich nur innerhalb vom Teenager-Alter wirklich Sinn ergeben. Und ja, es haben sich noch viel mehr Sachen geändert im Spiel. Wir können jetzt auch die Familiendynamik einstellen. Wobei ich teilweise zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern noch nicht verstanden habe, was der Unterschied ist zwischen einer engen Beziehung und einer fürsorglichen. Halt irgendwie, das klingt beides einfach nach gut. Genau, hier haben wir jetzt das Baby oder der Säugling. Irgendwie verwirrt mich das irgendwie mit Säugling, Kleinkind und Baby, weil irgendwie ein Baby und ein Säugling ist für mich das Gleiche. Aber es sind in Sims verschiedene Altersgruppen. Ja, ich würde das hier vielleicht als Krabbelkind bezeichnen. Irgendwie, es gibt Babys und Krabbelkinder, irgendwie so vielleicht, ich weiß es nicht. Wir haben hier Kenny und Kenny ist vorsichtig von ihren Eigenschaften her. Was ich finde, dafür, dass wir erst ein Erweiterungspack haben, was Säuglinge mit einschließt und halt die Basisspielsachen, finde ich, wir haben echt viele Kleidungsstücke für die Säuglinge. Also wenn ich überlege, wie das bei den
kleinen Kindern war, da hatten wir wirklich, das hat viel länger gedauert, bis wir da mal mehr Optionen hatten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich finde ja, und wie süß ist diese Mütze mit den Hasenöhrchen, es ist so süß. Und hier sehen wir in den Screenshots und da könnt ihr die Outfits noch ein bisschen sehen, die finde ich echt süß. Und ja, Becky, meine beste Freundin, ist letztes Jahr Tante geworden und irgendwie manchmal skypen wir und ihre Nichte ist irgendwie da im Hintergrund oder im Vordergrund irgendwo mit dabei. Und irgendwie so, die ist so in dem Alter, würde ich sagen, wie jetzt da die Säuglinge sind. Und ja, ich würde irgendwie, ich würde eher sagen Krabbelkind. Ich würde, glaube ich, nicht sagen Säugling. Weil ich meine, in dem Alter kann man ja auch schon anfangen, halt festes Essen zu essen. Ist man dann noch wirklich Säugling, wenn man ja halt festes Essen isst? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich damit aber auch nicht aus. Genau, hier sind die Outfits, wie gesagt. Ich finde sie sehr schön. Ich finde, sie haben was sehr Vielseitiges. Sie haben was auch Modernes, aber es muss nicht unbedingt modern sein. Also ich glaube, ich werde die sehr viel benutzen. Und ja, ich finde von den Kassobjekten her, nach meiner Präferenz, sage ich jetzt mal, finde ich, ist es ein gutes Pack. Und genau, die Bauobjekte schauen wir uns ein bisschen an, jetzt im Hausbauvideo, was heute kommen soll. Und dann nochmal ein bisschen genauer in einem weiteren Hausbauvideo, wo wir die ein bisschen altmodischeren Objekte mehr verwenden. Und ja, und hier sind die Säuglinge. Ich finde alles in allem, die Säuglinge sehen wirklich süß aus. Ich finde, die sind gut gestaltet. Ich habe sie noch nicht wirklich gespielt. Also von daher, das wird noch spannend, wenn wir das dann in der Baby Challenge machen. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!